Ja, hallo meine lieben Freunde der Pixelgrafik. Weiter geht's mit Coromon von Dragsoft und ich weiß nicht, ob der Pancake jeweils wieder aus dieser Höhle rauskommt oder darin verhungert, weil ihm alle Kuchen ausgehen. Drückt mir die Daumen, vielleicht kann ich mir auch mal den einen oder anderen Weg jetzt mittlerweile merken. Nein, ich habe mir nichts angeschaut. Ja, es ist ewig her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, ich versuche mit den anderen beiden Projekten ein bisschen aufzuholen. Muss aber sagen, dass Coromon doch eine stille, aber ansehnliche Fangemeinde hat. Na gut, dann wollen wir mal weitermachen. Vielleicht sagt ihr alle, ey, der spielt so gut, der Pancake, da müssen wir auch nichts kommentieren, ey. Der hat's einfach am besten drauf, ne? Okay, ich habe jetzt gerade irgendwie keinen Stinkduft mehr drauf, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Oh ja, ich sehe es richtig. Ein Lumon kriecht auf mich zu. Okay, auf mich? Ich glaube auf... Oh, es ist ja immer noch so dunkel da drin. Darf man halt nicht vergessen hier. Und es... Du bist entkommen. Ich persönlich bin entkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da noch nicht waren. Wie viel Leben hast du denn? Also ich finde, die Steuerung ist so komisch gemacht. 10 Leben fehlen dir. 10. Mhm. Okay. Diese Trainerin hatten wir definitiv schon. Die kam so und machte Buh. Ja, haben wir besiegt, auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Nee, ist mir egal. Brauche ich den? Hatte ich den? Weiß ich gar nicht mehr. Flieh mal. Habe ich diesen Doppelkopfhund eigentlich? Datenbank. Cup Zero habe ich gesehen. Woher weiß ich, dass ich den jetzt gefangen... Also ja, da sehe ich einen Spinner. Swarmy, Beasel, Silkel, Slitherpin fehlt mir noch, genau. Sandscale gesehen, aber nicht gefangen. Fiddly gesehen, nicht gefangen. Moffel? Ja gut, den habe ich halt in der Stufe Potent gefangen, genau. Buzzlet, Luna, Pup. Aha. Scarbone habe ich schon gesehen. Ein Trupel. Lumon habe ich, klar. Klar. Patapit. Ein Toddle. Oh, ist ärgerlich. Gauslime. Mubi. Mino. Otogi. Hä? Oh, keine Ahnung, Leute. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich will jetzt einfach diese Höhle hier schaffen. Okay, Items. Ich will auch nicht ständig von irgendwelchen Viechern aufgehalten werden. Muss ich auch dazu sagen. Okay, da oben geht's irgendwie weiter. Hier war ich noch nicht, Leute. Ich habe einen neuen Weg entdeckt. Feiert mich hart in den Kommentaren, bitte. Aber nicht zu hart, nicht, dass mir nachher noch wehtue. Juhu, geht's da weiter runter oder geht's da weiter hoch? Jetzt bin ich irgendwie da oben. Aber da war ich noch nicht, Leute. Da war ich noch nicht. Da war ich in dieser komischen Blauhaarigen noch aus. Schnell, hol dir die Items. Phönixscherbe, sehr gut. Und los geht's. Ich hing auf irgendwas rum und gut ist. Los geht's. Bam, 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 badam. Oh, nee, nicht schon wieder ein Otogi. Level 12 auch noch. Naja, egal. Dann ene, mene, mu und raus bist du. Ausgeruht. Ein Schattenangriff. Tot. Ha, 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 ha. Ja, mach mir ruhig Schaden. Den werfe ich einfach zurück. Oh ne, jetzt muss ich mehr AP ausgeben. Das war das Nerv. Bin verwirrt. Und der Toruga ist verwirrt. Das ist das Problem. Items. Wir machen mal Kombikuchen. Der hat nur noch 8, ne? Aber 40 ist zu viel. Benutzen! Los! Boing! Ja, so wird er langsam, aber sicher kaputt gemacht. Ich mache das einfach, weil die Kombikuchen, die setzt man so selten ein. Deswegen bin ich jetzt mal eiskalt und benutze einfach die Fähigkeit meines stacheligen Panzers, den ich als Item halt jetzt ein bisschen, ja, ich soll sagen, ich habe ihm da so ein paar Zinkchen reingemacht, ne? Und wenn er jetzt Nahkampf, oh nein, nein, das trifft irgendjemand. Das Toruga ist in Panik verfallen und kann niemanden mehr angreifen. Ja, egal, dann mach halt, Diese Pose wurde blockiert, okay.
Wuchtangriff wurde blockiert. Aber zündeln darf ich noch. Ach, die anderen Attacken wurden. Okay, ja, zündeln will ich ja eh. Egal, habe ich falsch. Entschuldigung, habe ich falsch verstanden, Leute. Ist so. Okay. Level 15. Mhm. Gut, fühlt sich nie mehr benebelt. Mhm. Wow. Der ist potent, ne? Wow. Cool. Und Feuer. Ja, es geht eigentlich. Beiß mich ruhig. Also Nahkampfattacken, die finde ich super. Also richtig super. Es fängt an tot. Ja. Das gefällt mir mit dem zurückgeworfenen Schaden. Also jetzt am Anfang, glaube ich, ist es sogar noch sinnhafter. Insgesamt. Patapit, Level 15. Zurücksetzen, freigestellt. Setzt auf Werkseinstellung zurück und entfernt dadurch alle Nutzerstatus. Es kann nützlich sein, muss es nicht. Droga hat sich beruhigt. Verschmutzer. Ich habe bis jetzt so schnell nicht lesen können, ne? Steht es hier irgendwo, was Verschmutzer macht? Pff, nee, eigentlich nicht. Also so schnell habe ich es jetzt nicht lesen können. Okay, kämpfe ich mit ihm jetzt einfach eiskalt weiter. Ich würde sagen... Ja. Jetzt komme ich wieder auf 37 Lebenspunkte, also einen... Ja. Oh. Oh, nee. Ich hasse es, wenn du Gift abkriegst, weil das halt ständig auf die AP und die Lebenspunkte zerrt. Es ist wirklich eine sehr, sehr anstrengende Sache, wenn du Gift abkriegst, finde ich persönlich. Ist relativ unkreativ, dieser Kampf von mir, ne? Aber ich kann halt einfach diesen Panzer so einsetzen und dann mache ich das halt einfach auch. Ja, der Biss tötet ihn wahrscheinlich selbst. Und dann braucht Toruga dringend eine Pause. Aber immerhin kommen wir jetzt in der Höhle weiter. Level 16. Bitte entwickel dich. Ja. Mäh, hat er sich nicht. Nicht alle entwickeln sich bei Level 16, so wie es scheint. Okay, wer darf als nächstes vor? Ich hätte gesagt, du, ja. Und ich mache das jetzt wie folgt. Ich werde jetzt... Ja, wenn ich Bassi eh rausschmeißen möchte... Ich hasse diese Steuerung, Leute. Länger gedrückt halten ist tauschen. Einmal Item bewegen. Nur einmal klicken, nicht gedrückt halten, dann rüstest du es ab. Das ist nicht so selbsterklärend. Und jetzt kriegt es kurz Amado. Also selbsterklärend ist es nicht, Leute. Wirklich, die Steuerung ist nicht selbsterklärend. Man muss viel rausfinden da. Okay, wir haben ja zum Glück einen Stinkduft. Ja, und noch einen bekommen, okay. Das Spiel möchte einem da was sagen. Da ist das nächste Item, da ist der nächste Trainer und dann darf der mal mit Muffel Bekanntschaft machen. Okay. Ich bin froh, dass ich den Weg... Ich habe nicht gecheatet, das war aber auch wirklich absoluter Zufall, dass mir das jetzt gelungen ist, dass ich den Weg jetzt herausgefunden habe. Wow, Sand gegen Sand. Sandscale, wuhu, nur Wasser ist da gut. All meine Attacken nützen da nichts, ne? Doch, ich kann immerhin den Schwanzschlag machen. Ja, Schlammball ist nicht sehr effektiv. Genau, meine Initiative sinkt zwar dadurch, aber ich war eh als Zweiter dran. Von daher senkst sie halt bis zur weiß der Geier wohin. Schade halt, dass ich jetzt keinen Schaden zurückwerfe. Aber wer, wie gesagt, nur im Nahkampf
gewesen. Oh, 24 Lebenspunkte hat meiner noch, okay. Meine ist mit weniger Lebenspunkten heim. Wir sind beide Level 15. Hm? Sieht nicht so aus, als könnte meiner den gewinnen, den Kampf. Oh, Mann. Ja, es hat nicht getroffen, ja. Team. Er schlägt jetzt halt durch diese ganzen Attacken dauerhaft daneben. Das ist eine ziemlich ärgerliche Nummer. Komm, Bassi. Du darfst mal kurz rein. Dich verprügeln lassen. Bis zum letzten bisschen. Mal gucken, ob ich ihn vergiften kann. Ich hab Wiesel noch im Team und ich werde ihn auch noch mit seinen Fähigkeiten einsetzen. So ist es nicht. Na, ich habe ihn sogar gekrittet. Autsch. Eine Kanalfrucht. Es ist so ärgerlich. Und der beste Halt von so einem Trainer mit so einem Sandscale einfach komplett auseinandergenommen. Weil der halt genau die Attacken hat, ne? Initiative senken, er ist früher dran, dann Genauigkeit senken. Das sind coole Passivfähigkeiten, ne? Wie ich jetzt persönlich finde. Die musst du einfach haben. Das ist, glaube ich, nicht sehr effektiv, oder? Schnitt, ja. Oh Mann, ich mach's trotzdem. Ich habe keine bessere Idee. Schmutziger Trick, Genauigkeit ist gesunken. Naja, immerhin ein bisschen. Und eine Wunde. Wunde und Gift jetzt aber, bitte. Ja, der hat halt ein... das Armado von uns hat halt einen extrem hohen Verteidigungswert. Ja, das bringt ihm jetzt nichts mehr. Das hat mir jetzt gefallen. Die Leistung von Armado. Level 16. Immer für Level 16. Oh, der ist Level 60 und hat sich schon entwickelt. Warum? Weil der auch noch potent ist. Ja, ist klar. Ufts. Ja, das, dahin entwickelt sich über übrigens unser kleines Kerlchen. Wir haben so ein Riesenfaultier, was auch noch gepanzert ist. Ja, der müsste mich ja eigentlich besiegen, ne? Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein 1:0 für uns. Wir haben noch AP für zwei dieser Attacken. Jetzt geht's ihm schon besser. Aber nicht wirklich. Ja, der hat mir jetzt auch eine blutige Wunde zugefügt, hey. Okay, und go. Ja, wir können eigentlich jetzt wieder die Früchte aus Dingsen einsetzen, die ich abgewählt hatte. Dann machen wir mal nochmal einen Lebenpunktekuchen an ihn, bitte. Ich hau's jetzt mal echt raus, weil ich will mich nicht teleportieren oder so. Ich will endlich diese Höhle schaffen oder zumindest mal so weit wie möglich halt weiterkommen, ne? Ja, ich denke, ich greife jetzt an. Boah, da darf nur mal ein Kratzer ziehen, ne? Das ist so doof. Ufts. Ufts. Einfach mal Level 17 direkt geworden. Taktischer Schlag freigeschaltet, okay. Kraft 45 ist eine normale Attacke. Schlägt das Ziel beherrscht, so dass es mindestens einen Lebenspunkt übrig hat, wenn das Ziel mehr als einen Lebenspunkt hat. Hä? Ach so, schlägt das Ziel beherrscht, so dass es mindestens einen Lebenspunkt übrig hat. Die Genauigkeit ist 100, okay. Eine physische Attacke.
Das mache ich hier nie. Also ich habe genug Sachen. Also diesen Untersuchungsduft, den werde ich nie machen. Den werde ich ausprobieren, diesen taktischen Schlag, wenn es so ein. Ist es so übermächtig, wie ich denke? Keine Ahnung. Oh, Potenzial. So viel wollte ich jetzt nicht reinsetzen. Wie gesagt, bei ihm übertreibe ich es einfach mit der Verteidigung. Ein bisschen Initiative schadet dann auch nicht. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier unsere Koromon ein bisschen heilen, weil, ouch. So insgesamt, ouch. Was macht der? Gleich 50, das ist zu viel, ne? 50. Selbst der 20er ist zu viel. Ich glaube, ich muss es so akzeptieren. Die anderen haben alle Level 16. Ups. Das ist noch ausgewählt. Naja, egal. Dann ist es jetzt so. Ich akzeptiere es. Dann habe ich es einmal verdummbeutelt. Und dann hätte ich gerne... Wer darf denn jetzt vor? Du darfst vor. Patapitutus parallel leveln mit deinem Kirchendingens. Passt schon so. Dann Items. Dann Früchte. Was macht die Mullfrucht? Okay, was macht die Frucht? Entfernt eine Paralyse. Das kann ganz nützlich sein. Was macht die Bärfrucht? Erhöht die erhaltenen EP, wenn an einem Kampf teilgenommen worden ist. Ja, das war das mit dem AP, ne? So, ich habe dir jetzt einfach mal die Paralyse-Dinger gegeben. Weil Paralyse ist echt schlecht. Ich finde halt so Gegengifte hast du halt echt wenig in dem Spiel irgendwie. Dass du irgendwas gegen... ja. Jetzt habe ich eine Juba-Frucht gefunden. Naja. Egal, ich nehme mal die Paralyse-Pillen. Wird schon richtig sein. Ja, wenn du paralysiert bist und dich nicht bewegen kannst und so Zeug, das ist halt dann nix. Ist so. Oh. Sind wir soweit? Können wir das wagen? Ja, ohne Bassi halt. Aber Bassi ist jetzt auch nicht unbedingt der Stärkste. Lofri. Mhm. Wollen wir mal schauen. Oh, ich will so einen Fiddly haben, ne? Aber den tue ich jetzt einfach one-shotten, würde ich mal behaupten. Oh, ich habe so viele Attacken. Schwarmmittelige Vierfachladung. Vierfachladung muss auch immer zuerst dran sein eigentlich. Wenn der andere nicht auch eine Erstschlagattacke hat, dann gilt natürlich wieder die Initiative. Yes, in One-Shot. Ich bin so froh, dass der sich entwickelt hat. Der ist auch echt cool jetzt. Sieht aber irgendwie aus so ein bisschen wie so ein fliegendes Häschen von hinten, ne? So, da war Fiddly nicht so stark. So, der ist jetzt bedroht. Der ist jetzt selber... Elektro und dann müsste ich eigentlich Sand einsetzen. Ich glaube, ich werde jetzt Muffel losschicken und den platt machen einfach. Muffel, nicht Muffel. Aua. Nicht nett. Ja, das war jetzt nicht sehr effektiv, aber mein Sandball, der tut weh. Aua. Jetzt ist der wachsam. Sehr schön. Muss ihm jetzt gleich was zum Futtern geben. Tauschen in dem Spiel eigentlich... Ganz, ganz blöde Idee, muss ich echt sagen. Weil halt manchmal die Gegner zweimal sozusagen fast, also gefühlt zweimal dran sind, ja. Und auf jeden Fall mit ihrer ersten Attacke meistens schneller dran sind und das ist echt ärgerlich. Und sowas kann man auch spielen, ne? Den absichtlich runtertreiben, dann hochheilen und dann mit den Boni weiterspielen, ne? Das geht alles, das kann man schon machen. Oh Gott, hör auf mich abzuschlabbern. Das ist ja ekelhaft. Und weg. So. Sehr gut. Wir hatten schwierigere Kämpfe. Schon. Wen nehmen wir jetzt nach vorne? Eigentlich Toruga. Ja, vom Level her.
Wo sind wir jetzt? Ein Fahrstuhl, Leute. Oh, oh, Sicherungsraum. Uff, puh, arg. Welche Materialien haben wir verwendet, um diese Tür zu bauen? Hallo, da drin, bist du Thomas? Aber ja doch, bin ich. Du bist wohl der Kampfforscher, der Nikola gesendet hat. Endlich ein freundliches Gesicht. Ich brauche deine Hilfe, um aus diesem Raum zu entkommen. Das einzige Problem ist, ich habe die Schaltplatte zerstören müssen, um meine Verfolger abzuschütteln. Wir müssen den Sicherungskasten in den Notbetrieb bringen. Das geht nur, indem wir ihn mit genug Energie überladen. Der Sicherungskasten müsste zu deiner Linken sein. Kannst du ihn sehen? Ja, er ist gleich dort. Wunderbar, du wirst ein Koromon mit einem Elektrotyp-Angriff benötigen. Andersfalls könnte es einen unangenehmen Schock geben. Hier, ich schieb dir ein paar Elektrospinner unter der Tür durch. Du kannst sie benutzen, um deine Wahrscheinlichkeit, ein Elektro-Koromon zu fangen, zu erhöhen. Danke. Ich habe schon eins. Bitte hol mich hier raus. Du hast einen Speicherpunkt erreicht. Das bedeutet, dass du zwischen dem Eingang und dem Speicherpunkt schnell reisen kannst, indem du diesen Raum verlässt. Hab ein Auge auf Speicherpunkt erreicht, Hinweise. Okay, ja, wenn das so ist, dann könnten wir auch, also ich hoffe, dass es jetzt stimmt, ich speichere an dem Speicherpunkt nochmal, sicherheitshalber, weil ich denke, das wäre schon ganz cool, weil dann könnten wir doch direkt hier hingehen. Willst du direkt zum Eingang reisen? Ja. Oh, danke. Oh, danke, dass ich diesen ganzen Weg nicht jedes Mal wieder machen muss, ey. Himmel, und jetzt muss ich mit meinem Elektroviech einfach diesen Schaltkasten brutzeln. Aber stellt euch das nicht so einfach vor. Es ist so der erste kleine Zwischenendgegner, dieser Schaltkasten. So viel spoiler ich jetzt schon mal. Leuchte hell, ja, leucht gerade selber, ohne Witz, ey. Also diese Höhle hier hat mich echt Nerven gekostet, ich sag's euch ganz ehrlich. Lass auch den Helm so lange auf, solange ich noch in dieser Höhle bin. Dann laufe ich wieder mit meinen Kopfhörern rum, ja, Leute. Aber bei dem Regen auch, ne, es ist einfach so. Möchtest du direkt zum Sicherungsraum reisen? Ja. So, ich brauche ein Elektroviech. Okay. Hier, so, angeblich. Dann verpassen wir dem Ding einfach mal einen Stromschlag und schauen mal, den kaputt zu bekommen. Soll ich versuchen, den Sicherungskasten zu überladen? Ja. Ihr müsst jetzt halt wirklich gegen den Sicherungskasten kämpfen. Die Idee ist schon mal ziemlich witzig. Vierfachladung. Er benutzt Aufladen. Aha. Weiter geht's. Mach es platt. Na. Wir haben gewonnen. Sah jetzt sehr einfach aus, macht das gerne mal ohne Elektrosachen. Da kommt, der kann, glaube ich, auch noch irgendwelche Attacken fahren und sowas. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwas war. Oh, Potenzial. Das ist alles ausgeglichen. Spezial, bisschen Verteidiger, ja, die Verteidigerinitiative. Mam. Ich brauche bei ihm ein bisschen mehr davon. Gehe ich voll da rein? Gehe ich voll auf die AP? Ja. Ich mache das mal einmal ausnahmsweise. Hä, aber warum? Einfach los geht's. Mein Armand. Ach, wegen dem EP-Teiler. Ich verstehe. Oh, jetzt ist halt keine coole Überraschung mehr, wie der sich entwickelt. Aber ja, wir haben einen cooleren. Amado hat sich zu Armardil entwickelt. Yay! Bei Level 18, also. Schön. Ja, da tut das Licht flackern hier. Na, Allah. Ich kann auch nichts steuern, Leute. Tut mir leid. Du hast mich befreit. Hab Dank. In so einem kleinen Raum bin ich langsam klaustrophobisch geworden. Zum Glück ist meine Erfindung der Essenzorter nun sicher. Diese komischen Schläger können ihn nicht mehr in ihre schmutzigen Hände bekommen. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass sie ganz verschwunden sind. Ben, war dein Name richtig?
Du scheinst eine stramme junge Person zu sein. Würdest du mich zurück zum Labor eskortieren? Kein Problem, ich werde dafür sorgen, dass wir hier sicher rauskommen. Großartig, nur noch eine Sache. Diese Leute glauben, dass ich den Essenzorter habe, also verstecke ihn lieber jetzt in deinem Rucksack. Gehen wir los. Nee, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Das ist ein Ventil, das darf ich aber nicht drehen. Hier ist nochmal irgendwas, wo man lang gehen kann. Da, guck mal hier, die Lagerraum, den hätte ich gerne. LP-Kuchen S, ja, einen habe ich zurückgekriegt für all die Kuchen, die ich da ausgeben musste. Ah, da steht irgendwie A dran, aber da komme ich. Aha, da komme ich vielleicht in einem späteren Abenteuer hin? Nö, wenn ich richtig durchlaufen würde, wäre dem nicht so. LP-Kuchen, AP-Kuchen, lass mich bitte da unten noch einen Schatz finden. Aha. Kombikuchen? Nein, ich habe ja keinen Stinkduft mehr und nix. Oh Gott, und nicht in Moffel. Nein, 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 Flucht. Ich will jetzt aber nicht unnötig noch Items verschwenden, jetzt wo ich gerade so horrend erfolgreich war, gerade mit meinem Team. Deswegen hast du so penetrant geblinkt, weil du so ein bisschen EP-Balken nach vorne möchtest. Und da ist jetzt auch wieder der Ausgang. So, Items. Klamotten. Kopfhörer aktivieren. So. Jetzt sehen wir doch wieder ordentlich aus, oder Leute? Auch wenn wir einen nassen Kopf kriegen, aber nicht mehr den dummen Helm hier. Fühlt sich gleich viel besser an. So, ist das für ihn? Achso, nee, das ist ja der, ist ja nicht das Labor. Ich soll den ja ins Labor bringen. Das Labor war, glaube ich, eins drüber. Ja, mach schneller, komm schon. Die haben, glaube ich, gar nichts verloren gehabt. Das ist schon ein Reflex von mir, einfach in dieses Coromon Center zu laufen, um dann meine Viecher da zu heilen irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich was kaufen möchte. Habe ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig Bock zu. Ich glaube, das da ist das Labor. Oh, was ist jetzt los? Nun, hallo da drüben, Thomas. Wir haben dich erwartet. Matrician oder wie der hieß gerade. Thomas. Was um alles in der Welt? Wer seid ihr? Leute? Phanto sagt, umso weniger du über uns weißt, umso besser. Rawler sagt, der Essenzotter. Gib ihn uns jetzt, Thomas. Matrician, okay. Ja, ich glaube, es wäre in deinem besten Interesse, wenn du ihn uns schnell gibst. Je länger du wartest, desto mehr Menschen werden wegen unseres kleinen Experiments Schaden nehmen. Ich werde euren lächerlichen Forderungen nicht nachkommen. Der Essenzorder wurde für die Forschung kreiert. Womöglich, und doch ist es genau das, was wir brauchen, um unsere Mission zu erfüllen. Ich habe sichergestellt, dass ihr ihn nie in eure Hände bekommt. Ich habe ihn versteckt, irgendwo tief und dunkel, an einem Ort, den ihr nie finden werdet. Oh, bist du dir da so sicher? So. Ja, ich weiß es halt, was da so ein bisschen ist. Oh, ich bin ja in der falschen Ecke. Ich muss mich mir bei Coromon ja eigentlich verschieben. Oh Gott, tut mir das leid, Leute. Ich habe es gar nicht bemerkt. Oh, wie niveaulos. Dieses armselige Allein. Was? Ach, dieses armselige Alien. So rum. Fanto, sollten wir jetzt schon unseren, was, Trumpf verspielen? Ja, die sprechen jetzt eine Aliensprache und die ist halt einfach rückwärts geschrieben und ich finde es halt mega anstrengend. Man kann es auch so lesen, Knudal, aber es ist tatsächlich, ich will schon wissen, was sie da sagen. So, verwendet es. Dieses Lebens. Was? Diese Lebensformen sollten in der. Was? Lege. Lage, also in der Lage sein, unser Element zu überleben. Aber es ist. Was? Unsere. Letzte Ladung.
Das ist schwierig, echt. Voila, tu es. Hey, kein Problem, Boss. Tu was? Dies ist für die Zukunft von der Wubunjana. Was? Was hast du mit Thomas gemacht? Thomas wird nichts angetan, solange er uns hilft, das zu finden, wonach wir suchen. Die Zukunft von allem. Allem liegt in unseren Händen. Wir müssen uns beeilen. Ich werde dich nicht ohne einen Kampf ziehen lassen. Ich glaube nicht, dass du den Luxus hast, dir Sorgen um uns zu machen, Dummkopf. Kümmere dich stattdessen um das Labor. Unser Testsubjekt scheint Schwierigkeiten zu haben, sich an sein neues Element zu gewöhnen. Oder mit anderen Worten, die unvermeidliche Zukunft. Wenn du den Schaden minimieren willst, geh lieber schnell hinein. Okay, ja, bevor wir das jetzt aber machen, ist die halbe Stunde voll. Also wir haben es tatsächlich mit Aliens zu tun, die unseren Planeten angreifen hier in dem Spiel und irgendwelche finsteren Dinge machen. Ich will noch nicht zu viel verraten, ist eine interessante und witzige Story, die sich da die Leute ausgedacht haben von Dragsoft. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich meine, hey, ich habe einen Schaltschrank besiegt, wir haben Aliens getroffen und mein Armadil ist entstanden. Mein, was für eine geile Folge. Nicht vielleicht von meinem Kommentieren her, aber so, was da so passiert ist, war so gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen bin ich endlich aus der Höhle raus. Okay, dann leuchtet mal alle hell und wer das tut oder nicht tut, ist mir auch wurscht egal, aber bitte mal Daumen hoch machen weiterhin und nicht vergessen, Kanal zu abonnieren. Koromon ist ein bisschen langsamer präsentiert worden, weil folgendes, ich habe noch zwei andere Projekte, die ich ein bisschen da von der Folgennummer heranführen möchte und wenn das soweit ist, dann spielt sich das ein, wenn diese drei Projekte erstmal parallel laufen und mal gucken, wie weit wir da noch spielen. Das hängt immer an eurem Interesse, ob das lange geht oder nicht lange geht. Und bis jetzt gefällt es euch noch, warum auch immer, und dann mache ich auch weiter. Und jetzt, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.